Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich sitze hier ausnahmsweise mal bei McDonald's, denn ich bin auf der Durchreise. Ich will in den Skiurlaub nach Österreich und habe jetzt gerade mächtig Hunger bekommen. Muss auch mal sein. Also schön, dass ihr da seid und bleibt einfach dran. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrönenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Tatsache bis Nürnberg gekommen gestern noch. Und ja, jetzt suche ich mir erstmal einen Supermarkt, denn ich soll was für Freunde mitbringen, die ich ja besuchen fahre. Es soll ins Dreiländereck Slowenien, Italien, Österreich gehen. Dieses Mal in der Nähe von Villach. Und ja, da war ich noch nie und auch noch nie Skifahren. Ich bin schon echt gespannt. Ja, ich nehme euch mit. Aber jetzt werde ich erstmal aufstehen und einen Kaffee trinken und dann geht's los. Oh, scheint doch etwas Frost gewesen zu sein. Ich stehe hier auf so einem Autobahnparkplatz. Also direkt neben der Autobahn. Aber es war echt ruhig. Ich bin jetzt hier in Hülpoltstein, habe mir einen Kaffee gegönnt und ihr seht, ich stehe am Supermarkt, denn ich soll irgendein spezielles Getränk für meine Freunde mitbringen. Habe ich selbst noch nie gehört. Ich hoffe, hier ist ein Rewe-Laden. Ich hoffe, dass ich dort dieses Getränk bekomme. Zur Not ist da noch Norma und daneben direkt Aldi. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Endlich wieder Sonne. Kaum ist man hier in Bayern, scheint die Sonne. Als ich in Berlin losgefahren bin, da war praktisch seit Oktober grau und Regen. Und da ist es jetzt immer noch so. Und hier scheint die Sonne. Herrlich. Ich muss erst mal die Sonnenblende runter machen, sonst sehe ich gar nichts. So schön. Ich bin jetzt etwas desorientiert, denn ich wollte mir gerade eine digitale Vignette holen für Österreich, dass ich nicht nochmal anhalten muss. Und musste feststellen, die kostet 17,95 Euro oder so. Und denke ich, die normale kostet doch immer so 8, 9 Euro. Was ist der Unterschied? Also außer, dass ich nichts machen muss, nicht mehr anhalten muss, nichts. Also die brauchen ja nicht mal eine Verkäuferin dafür. Und trotzdem ist es fast doppelt so teuer. Also da halte ich lieber nochmal an. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was der Grund ist. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, ich bin wieder on the road auf der Autobahn. Theoretisch wäre ich in 5 Stunden an meinem Zielort. Missing home. Only know you love her when you let her go. Diese, ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Da hinten ist der Chiemsee. Der Vignettenkauf war erfolgreich. Sie klebt. Und jetzt geht's weiter. So, ich tanke 1,44, läuft von alleine und dann gehe ich noch schnell zu Aldi mir was zum Trinken holen.
bin jetzt gleich an der Mautstelle vom Tauerntunnel. 13 Euro kostet der Spaß für einen Pkw. Ich bin in Kärnten. Ja, meine Freunde, die wohnen ganz oben im Norden von Deutschland und kaufen sich tatsächlich hier im südlichsten Zipfel von Österreich ein Haus. So, ich bin jetzt da. Der Ort heißt Arnoldstein. Ich bin praktisch 2 Stunden vor Zagreb und 1 Stunde vor Udine in Italien. Und schaut mal, es liegt tatsächlich jede Menge Schnee, allerdings alter Schnee. Ja, und jetzt werde ich erstmal zu meiner Freundin fahren. Bin da. Einen wunderschönen guten Morgen aus Slowenien. Ich bin jetzt hier im Skigebiet Krasna Gora und hier ist einfach die Hölle los. Aber ich werde heute nicht Skifahren, sondern ich mache eine schöne Wanderung durch den Ort an einem See. Ich bin jetzt hier im Stadtkern von Krasna Gora. Und hier ist jetzt immer noch der Weihnachtsmarkt überall aufgebaut. Abends wird es hier so richtig schön sein mit diesen kleinen Buden, die schöne Beleuchtung. Ich spaziere hier lang und hier steht einfach mal ein Automat, wo man Schlagsahne und Käse und ja, verschiedene Milchprodukte kaufen kann. Das sind übrigens die Jülichen Alpen, die man hier sieht. Schaut euch doch mal an, wie klar das Wasser hier ist. Wahnsinn! Da hinten ist mächtig was los. Es gibt nicht sehr viele Restaurants hier. Aber hier ist es so, so schön. Da hinten, da ist mächtig was los. Es sind vielleicht 3, 4 Restaurants und richtig, richtig viele Menschen. Aber schaut euch mal das Panorama an. Sieht das nicht genial aus? Hier ist es echt glatt und für solche Fälle habe ich immer meine Steigeisen dabei, verlinke ich euch in der Videobeschreibung und dann kann ich anders als die anderen, die hier ausrutschen beim Laufen, ganz bequem und gemütlich hier langlaufen.
perfekt. Mein Problem war jetzt nämlich, hier runter zu kommen, ohne auszurutschen. Hier ist es echt glatt. Jetzt bin ich an der gegenüberliegenden Uferseite und da sind tatsächlich ein paar Häuschen noch, aber die Berge nicht ganz so hoch. Da sind sie wieder, die Jülischen Alpgipfel. Da ich verabredet bin, geht es jetzt wieder zurück. Von da komme ich, da ist dieser See. Und diesmal gehe ich nicht an der Straße entlang, sondern diesen Wanderweg. Mal sehen, wie weit ich komme ohne meine Spikes. Schon habe ich sie wieder an, weil, ja, klar. Ich laufe jetzt genau hier an dem Fluss entlang. Und zwar einen richtig schönen Wanderweg. Im Sommer ist es hier bestimmt auch wundervoll. Kann man sich gleich noch ein bisschen erfrischen. Das mag ich auch immer sehr gern. Immer voll lustig. Da sind welche, die fotografieren gerade und rutschen hier permanent aus. Und dann laufe ich an ihnen vorbei und die dann, you got the right shoes, nicht, ja, yes. Und dann laufe ich 5 Meter weiter und dann sprechen die Deutsch miteinander. So ein schöner Wanderweg hier durch den Wald, herrlich. Jetzt hole ich mir hier erstmal einen Hotdog, bevor ich mich mit meinen Freunden wieder treffe. Und dann gehe ich hier noch ein bisschen bummeln und schau mal, was es hier so gibt. Hier gibt es halt selbstgemachte Sachen. Schmuck aus Holz. Handwerkskunst. Leckeres Essen. Honig. Naturheilmittel. Käse, richtig leckere Sachen. Ach schön, hier kann man auch noch Schlittschuh laufen. Ich weiß zwar nicht, was da ist, aber es sieht aus wie eine private Music Session. Jetzt haben sie mich entdeckt. Ein schöner Tag geht zu Ende, hier wieder im Skigebiet. Ich muss die Skipässe abgeben, da war Pfand drauf und jetzt ist hier eine echt lange Schlange, aber egal. Ich wünsche euch was, haut rein! Die Sonne geht unter und die Musik wird lauter, jetzt gibt's Après-Ski! Ich bin hier übrigens in Agoritschach. Da will ich morgen hin, ganz nach oben. Da hinten ist der Blick ins Tal noch nach Arnoldstein. Und hier oben ist die Kirche. Wahnsinn, der Sonnenuntergang hier.